Fünftes Kapitel. Ungefähr um 9:30 Uhr begann die kleine Glocke der Kirche zu läuten und sogleich begann das Volk zur Morgenpredigt herbeizuströmen. Die Sonntagsschulkinder zerstreuten sich durchs ganze Haus und nahmen Plätze bei ihren Eltern ein, um unter Aufsicht zu sein. Tante Polly kam und Tom, Sid und Mary saßen bei ihr. Tom wurde zunächst der Kanzel platziert, um so weit wie möglich vom offenen Fenster und dem Sommer draußen entfernt zu sein. Das Volk füllte die Kirche, der alte, gichtbrüchige Postmeister, der bessere Tage gesehen hatte, der Major und seine Frau, denn es gab einen Major nebst vielen anderen unnützen Dingen, der Ortsrichter, die Witwe Douglas, zart, klein und lebhaft, eine edle, gutherzige Seele und immer obenauf. Ihr Haus war das einzige steinerne im Dorf und das gastfreieste und bei Festlichkeiten verschwenderischste, das St. Petersburg aufweisen konnte. Lawyer Riverson, dann die Schönheit des Dorfes, gefolgt von einem Haufen elegant gekleideter, mit allerlei Firlefanz behangener junger Herzensbrecher. Dann all die jungen Ladendiener des Dorfes, alle gleichzeitig, denn sie hatten im Vestibül gestanden, Süßholz raspelnd, eine öltriefende, einfältige Schutztruppe, bis das letzte Mädchen Spießruten gelaufen war. Und zuletzt von allen kam der Musterknabe, Willie Mufferson, seine Mutter so sorgsam an der Hand führend, als wäre sie aus Glas. Er brachte seine Mutter stets zur Kirche und war der Liebling aller alten Damen. Das junge Volk hasste ihn, er war zu gut, und dann war er ihnen gar zu oft als Muster vorgehalten worden. Sein weißes Taschentuch hing ihm aus der Tasche, so war es damals am Sonntag Mode. Tom hatte kein Taschentuch und verachtete jeden Jungen, der eins hatte. Da die Versammlung jetzt so ziemlich vollzählig war, läutete die Glocke nochmals. Zur Mahnung für Nachzügler und Müßige, und dann senkte sich eine große Stille auf die Kirche, nur unterbrochen durch das Kichern und Wispern auf dem Chor. Der Chor kicherte und wisperte immer und überall, während des ganzen Gottesdienstes. Es hat einmal einen Kirchenchor gegeben, der nicht schlecht erzogen war, aber ich weiß nicht mehr wo. Es ist schon eine ganze Reihe von Jahren her, und ich kann mich wahrhaftig nicht mehr an die Einzelheiten erinnern. Aber ich glaube, es war in einem fremden Lande. Der Geistliche gab das Lied an und las es nach einer ganz besonderen, in dieser Gegend sehr beliebten Manier, in singendem Ton herunter. Seine Stimme begann mit schwachem Flüstern, wuchs beständig an, bis sie einen Punkt erreichte, wo sie unter Herausstoßung des letzten Wortes plötzlich abbrach und wie ein Springbrunnen herunterplumpste. Er galt als wundervoller Vorleser. Bei allen kirchlichen Versammlungen wurde er aufgefordert, Verse vorzutragen. Wenn er damit fertig war, hoben die Ladies ihre Hände und ließen sie wieder in den Schoß fallen und verdrehten die Augen und schüttelten die Köpfe, als wollten sie sagen, Worte können hier nichts sagen, es ist zu wundervoll für diese Erde. Nach dem Liede begann der Reverend Mr. Sprague eine Art Tagesbericht, in dem er sich über Nachrichten von Meetings und Versammlungen und tausenderlei Dinge verbreitete, bis alle Weltlust aus dem Heiligen Hause gewichen zu sein schien. Eine seltsame Mode, die überall in Amerika zu finden ist, sogar in den großen Städten und bis in unser Zeitalter des Zeitungsüberflusses hinein. Und jetzt kam die Predigt. Es war eine gute, leutselige Predigt und ging bis ins Einzelne. Sie beschäftigte sich mit der Kirche und mit den Kindern der Kirche, mit den anderen Kirchen des Dorfes, mit dem Dorfe selbst, mit dem Lande, mit dem Staat, mit den Behörden der einzelnen Staaten, mit den Vereinigten Staaten, mit dem Kongress, mit dem Präsidenten, mit den Staatsdienern, mit den armen, sturmumtosten Seefahrern, mit den unter dem Joch ihrer Monarchen seufzenden Millionen Europas und des Orients, mit den Glücklichen und Reichen, die nicht Augen haben zu sehen und Ohren zu hören, mit den armen Seelen auf fernen Inseln und schloss mit der Bitte, dass seine Worte auf guten Boden fallen und der einst hundertfältige Frucht tragen möchten. Amen. Darauf folgte Kleiderrascheln und die Versammlung setzte sich. Der Knabe, dessen Geschichte dieses Buch enthält, hatte keine Freude an dieser Predigt, er hörte sie einfach an. Und vielleicht auch das nicht. Doch merkte er sich einzelne Details daraus, ganz unbewusst, denn, wie gesagt, er achtete kaum darauf, aber er kannte den Sermon des Geistlichen schon längst und bemerkte es sofort, wenn mal irgendein neuer Passus eingeschoben war, und das empfand er dann unangenehm. Er hielt Beisätze und Abweichungen von dem Althergebrachten für unnobel und unrecht. Während der Predigt setzte sich eine Fliege auf den Sitz des Kirchenstuhls vor ihm und marterte ihn durch das fortwährende Aneinanderreiben ihrer Beine.
Dann umarmte sie ihren eigenen Kopf und drückte ihn so stark, dass die Glieder am Kopfe angewachsen zu sein schienen, fesselte ihre Flügel mit den Hinterbeinen und presste sie an den Körper wie einen Überrock und verrichtete ihre ganze Toilette mit einer Ruhe, als fühle sie sich vollkommen sicher. Und so war es auch. Denn als sich Toms Hand ihr näherte, um sie zu erwischen, blieb sie ruhig sitzen. Tom dachte, wenn sich ihm diese Beschäftigung bei Beginn der Predigt geboten hätte, würde es ein angenehmer Zeitvertreib für seinen Geist gewesen sein. Aber beim Schlusssatz begann seine Hand sich zu krümmen und sich vorwärts zu bewegen. Und im Augenblick, da das Amen gesprochen wurde, war die Fliege eine Kriegsgefangene. Seine Tante sah es und veranlasste ihre Befreiung. Der Geistliche gab seinen Text an und behandelte den ersten Teil mit so gründlicher Langeweile, dass manch ein Kopf zu nicken begann. Ein anderer Teil wieder war so voll Feuer und Schwefel und setzte der Versammlung so zu, dass sie ganz geknickt und so klein und nichtig erschien, dass es kaum der Erwähnung wert ist. Tom zählte die Seiten der Predigt und nach dem Gottesdienst wusste er stets ganz genau, wie viel es gewesen waren. Aber über die Predigt selbst wusste er selten etwas anzugeben. Diesmal indessen gab er doch für eine kleine Weile Obacht. Der Geistliche gab eine lange und rührende Schilderung vom Wiedersehen irdischer Schafe im Paradiese, wenn Löwe und Lamm beieinander liegen würden und ein kleines Kind sie am Gängelbande führen könnte. Aber Pathos, Eifer, Moral, alles war verloren an dem kleinen Burschen. Er dachte bloß an die Herrlichkeit dieses Heldendarstellers unter den unsichtbaren Wesen und er stellte sich vor, wie schön es sein müsse, dieses Kind darzustellen, wenn der Löwe ein zahmer Löwe sein würde. Bei der Schlussbetrachtung geriet er dann wieder in tiefe Leiden. Er erinnerte sich plötzlich eines Schatzes, den er besaß, und zog ihn hervor. Es war ein großes, schwarzes Ungeheuer mit schrecklichen Kinnbacken. Kneifzangen, sagte Tom. Es befand sich in einer Zündholzschachtel. Das Erste, was das Tier tat, war, ihn in den Finger zu beißen. Ein tüchtiger Nasenstüber folgte und das Tier flog in einem Kirchenstuhl, wo es liegen blieb. Der verwundete Finger wanderte in Toms Mund. Das Tier lag auf dem Rücken, hilflos mit den Beinen strampelnd, unfähig aufzustehen. Tom sah es und griff danach, aber es befand sich außerhalb seines Bereiches. Irgendjemand wollte sich auf den Stuhl niederlassen, sah das Tier ebenfalls und warf es kurzerhand herunter. Plötzlich kam ein herrenloser Pudel des Weges, trübselig, faul, infolge der Sommerhitze, gelangweilt durch die Gefangenschaft und sie nach einem Abenteuer umsehend. Er entdeckte das Tier. Sein Schwanz richtete sich empor und begann zu wedeln. Er betrachtete seinen Fund, ging um ihn herum, beschnüffelte ihn aus sicherer Entfernung, ging wieder im Kreis herum, kam näher und beschnüffelte ihn dreister, hob dann die Lefzen, schnappte nach ihm, ohne ihn zu fassen, wiederholte diese Prozedur mehrmals, begann zu spielen, legte sich das Tier zwischen den Pfoten und setzte seine Untersuchungen fort, wurde bald müde, gleichgültig und vergaß schließlich sein Spielzeug. Sein Kopf sank herab und sein Kinn drückte immer mehr auf den Feind, welcher ihn plötzlich gepackt hielt. Es ertönte ein scharfes Geheul, des Pudels Kopf schnellte in die Höhe und das Tier flog ein paar Meter weit fort und lag nun wieder hilflos auf dem Rücken. Die nächstsitzenden Zuschauer stießen sich mit geheimem Vergnügen an. Einzelne Gesichter verschwanden hinter Fächern und Taschentüchern und Tom war ganz glücklich. Der Hund machte ein böses Gesicht und war wohl auch so gestimmt. Er war im Herzen gekränkt und brütete Rache. So ging er wieder zu dem Tier und machte einen neuen, heftigen Angriff, indem er von verschiedenen Punkten eines Kreises aus, dessen Mittelpunkt sein Opfer bildete, auf dieses zusprang, mit den Vorderpfoten dicht vor seinen Augen fuchtelte, mit den Zähnen nach ihm schnappte und den Kopf dicht vor ihm schüttelte, dass die Ohren flogen. Nach einer Weile wurde es ihm wieder langweilig. Er begann ein Spiel mit einer Fliege, aber das bot keinen rechten Ersatz. Darauf lief er ein paar Mal im Kreis herum, die Schnauze dicht an der Erde, und bekam auch das satt. Er gähnte, seufzte, vergaß das Tier völlig und setzte sich gerade darauf. Wieder ein durchdringender Schrei und der Pudel sprang hilfesuchend auf einen Stuhl. Das Geschrei dauerte fort und der Pudel tanzte dicht vor dem Altar herum, lief einen Gang hinunter, sprang an der Tür in die Höhe und flehte um menschliche Hilfe. Seine Angst nahm fortwährend zu, bis er plötzlich wie ein behaarter Komet in seinem Weltenraum herumfuhr. Schließlich verließ der zum Wahnsinn getriebene Dulder seine Bahn und sprang auf den Schoß seines Herrn.
Dieser warf ihn aus dem Fenster und die Stimme des unglücklichen Geschöpfes entfernte sich und er starb in der Ferne. Inzwischen saß die ganze Versammlung rot vor unterdrücktem Lachen und die Predigt hatte völlig aufgehört. Jetzt wurde sie wieder aufgenommen, aber sie ging stockend und abgerissen vor sich und mit der Aufmerksamkeit war es nichts mehr. Denn selbst die heiligste Andacht war beeinflusst durch schlecht unterdrückte, höchst unheilige Heiterkeit, als wenn der arme Geistliche irgendeinen schlechten Witz gemacht hätte. Es bedeutete eine wahre Erleichterung für die Versammlung, als der Gottesdienst zu Ende und der Segen gesprochen war. Tom schlenderte höchst gemütlich heim und dachte bei sich, so ein Gottesdienst wäre doch ganz nett, wenn ein bisschen Abwechslung dabei sei. Nur ein Gedanke quälte ihn. Er hatte allerdings die Absicht gehabt, den Hund mit seiner Beißzange spielen zu lassen, aber er hätte sie nicht fortschleppen sollen. Sechstes Kapitel. Der Montagmorgen fand Tom höchst übler Laune. Jeder Montagmorgen fand ihn so, denn er eröffnete eine neue Woche voll von Schulleiden und Sorgen. Stets wurde dieser Tag mit Seufzen begonnen. Er hätte in diesem Augenblick gewünscht, dass es gar keine die Woche unterbrechenden Feiertage geben möge, denn doppelt schwer war es danach, sich in neue Sklaverei und Fronarbeit zu begeben. Tom lag und dachte nach. Plötzlich kam ihm dann der Wunsch, krank zu sein, um zu Hause bleiben zu können. Das war ein Gedanke. Er überlegte sich die Sache, aber er konnte keine Krankheit finden und grübelte und grübelte. Einmal glaubte er, Anzeichen von Kolik zu entdecken und fing bereits an, sich trügerischen Hoffnungen hinzugeben, aber bald wurden diese Symptome wieder schwächer, um endlich ganz zu verschwinden. Also musste er weiterdenken. Plötzlich entdeckte er etwas. Einer seiner Oberzähne war locker, das war ein Glücksfall, er war im Begriff anzufangen zu stöhnen. Starter pflegte er solche Improvisationen zu nennen. Als ihm noch rechtzeitig einfiel, dass seine Tante, wenn er damit zutage trat, den Zahn ganz einfach ausziehen würde und das würde weh tun. So nahm er sich vor, die Sache mit dem Zahn in Reserve zu halten und nach etwas anderem zu suchen. Während einiger Zeit wollte ihm nichts einfallen. Dann aber entsann er sich, den Doktor von einem gewissen Etwas reden gehört zu haben, das 2 oder 3 Wochen auf einem Patienten gelastet und ihn beinahe einen Finger gekostet habe. So zog er seine wunde Zehe unter der Bettdecke hervor und unterzog sie einer genauen Untersuchung. Jetzt aber wusste er nicht, welches die nötigen Symptome seien. Immerhin schien sich hier eine Aussicht zu bieten, er fing also voll Geistesgegenwart an zu stöhnen. Aber Sid schlief felsenfest. Tom stöhnte lauter und bildete sich ein, in seiner Zehe wirklich Schmerz zu empfinden. Keine Wirkung auf Sid. Tom fing an, vor Anstrengung Herzklopfen zu bekommen. Er machte einen letzten Versuch, sog sich voll Luft und stieß eine Reihe wundervoller Seufzer heraus. Sid schnarchte weiter. Tom wurde schlimm. Sid, Sid, sagte er und stieß ihn an. Der Stoß wirkte und Tom konnte wieder anfangen zu stöhnen. Sid gähnte, streckte sich, richtete sich auf einen Ellenbogen auf und begann Tom anzustarren. Tom stöhnte aus Leibeskräften. Sid sagte, Tom, du, Tom. Keine Antwort. So hör doch, Tom, Tom, was hast du, Tom? Und er stieß ihn an und schaute ihm ängstlich ins Gesicht. Tom mit kläglicher Stimme. Tu's nicht, Sid, stoß mich nicht. Warum? Was gibt's, Tom? Ich will Tante rufen. Nein, nein, es wird schon allmählich vorübergehen. Ruf niemand. Aber ich muss es tun. Stöhn nicht so, Tom, es ist grässlich. Wie lange dauert das schon? Stundenlang. Au, au, stör mich nicht, Sid, du wirst mich töten. Tom, warum hast du mich nicht früher geweckt? Nicht, Tom, tu's nicht. Es geht mir durch und durch, das zu hören. Sag, Tom. Ich vergeb dir alles, Sid. Stöhn. Alles, was du mir mal getan hast, wenn ich tot bin. Tom, du bist verrückt, glaube ich. Du sollst nicht sterben, nicht, Tom? Ich vergebe allen, Sid. Sag's ihnen, Sid. Und, Sid, meine gelbe Türklinke und meine Katze, die mit dem einen Auge, sollst du dem neuen Mädchen geben, das gestern gekommen ist, und sag ihr. Aber Sid war in seine Kleider gefahren und war fortgelaufen. Tom stöhnte jetzt wirklich. So lebhaft hatte er sich alles eingebildet, so hatte sein Stöhnen einen ganz natürlichen Ton bekommen. Sid flog hinunter und schrie, »Oh, Tante Polly, komm, Tom stirbt!« »Stirbt?«
Ja, doch, komm doch nur schnell. Ach, Unsinn, ich glaub's nicht. Trotzdem rannte sie die Treppe hinauf, Sid und Mary hinter ihm drein. Ihr Gesicht war ganz weiß und die Lippen bebten. Am Bett angekommen, stieß sie aus. Tom, Tom, was ist das mit dir? Ach, Tante, ich. Was ist mit dir? Was ist mit dir, Kind? Ach, Tante, mein wehe Zehe tut so schrecklich weh. Die alte Dame fiel in einen Stuhl, lachte ein wenig, weinte ein wenig, dann beides gleichzeitig. Das erleichterte sie und sie sagte, Tom, wie hast du mich erschreckt, aber nun fertig mit dem Unsinn, aufstehen. Das Stöhnen hörte auf und der Schmerz wich aus der Zehe. Tom kam sich ein bisschen töricht vor und sagte kleinlaut, Tante Polly, es schien schrecklich und tat so weh, dass ich sogar meinen Zahn darüber vergessen hatte. So, deinen Zahn, was ist denn mit deinem Zahn? Einer ist lose und tut ganz schrecklich weh. Na, schon gut, schon gut. Fang nur nicht wieder an zu stöhnen. Mund auf. Ja, der Zahn ist lose, aber du wirst nicht dran sterben. Mary, gib mir ein Stück Faden und eine glühende Kohle aus dem Ofen. Ach, bitte, bitte, Tante, bettelte Tom. Nicht ausziehen. Es tut gar nicht mehr weh. Ich will nicht mehr aufstehen können, wenn es noch weh tut. Bitte tu's nicht, Tante. Ich will ja gar nicht mehr aus der Schule bleiben. Wirklich nicht? Also, all der Lärm, weil du aus der Schule bleiben wolltest und fischen gehen wahrscheinlich? Tom, Tom, ich hab dich so lieb und du scheinst keinen anderen Wunsch zu haben, als mein altes Herz zu brechen mit deinen Torheiten. Inzwischen waren die zahnärztlichen Marterwerkzeuge gekommen. Die alte Dame legte das eine Ende der Schnur um Toms Zahn, das andere um den Bettpfosten. Dann nahm sie die Kohle und hielt sie plötzlich dicht vor Toms Gesicht. Im nächsten Augenblick hing der Zahn am Bettpfosten. Aber jedes Unglück hat sein Gutes. Als Tom nach dem Frühstück zur Schule bummelte, war er der Gegenstand des Neides bei allen Jungen, denn die Lücke in seiner Zahnreihe befähigte ihn, auf ganz neue und wunderbare Weise auszuspucken. Bald hatte er ein ganzes Gefolge, das seinen Vorführungen mit höchstem Interesse beiwohnte, und einer mit einem geschnittenen Finger, der bisher der Mittelpunkt der Verehrung und Bewunderung gewesen war, sah sich auf einmal ohne Anhänger und seines Glanzes beraubt. Das Herz wurde ihm schwer, und eine Verachtung heuchelnd, die er nicht fühlte, meinte er, es wäre wohl was Rechtes, ausspucken zu können wie Tom Sawyer. Aber die anderen riefen ihm zu, saure Trauben, und er ging davon. Eingestürzter Held. Kurz darauf begegnete Tom dem jugendlichen Paria des Dorfes. Huckleberry Finn, dem Sohn des Dorftrunkenboldes. Huckleberry war riesig verhasst und gefürchtet bei allen Müttern des Ortes, denn er war unerzogen, ruchlos, gemein und schlecht und deswegen von allen Kindern so bewundert und seine Gesellschaft so gesucht und ihr Wunsch, so heiß zu sein wie er. Tom war, wie alle wohlerzogenen Knaben, neidisch auf Huckleberrys freies, ungehindertes Leben und hatte strengen Befehl, nicht mit ihm zu spielen. Natürlich spielte er darum erst recht mit ihm, wo sich's tun ließ. Huckleberry war stets in abgelegter Kleider Erwachsener gekleidet, und diese Kleider mussten jahrelang aushalten und flogen in Fetzen um ihn herum. Sein Hut war eine trostlose Ruine mit großen Lücken in dem herunterhängenden Rande. Sein Rock, wenn er einen hatte, baumelte ihm fast bis auf die Hacken und hatte die hinteren Knöpfe in der Höhe des Knies. Ein Tragband hielt seine Hosen. Der Hosenboden hing sackartig hinunter, ein luftleerer Raum sozusagen. Huckleberry kam und ging, wie er mochte. Er schlief auf Türschwellen bei schönem Wetter und in Regentonnen bei schlechtem. Er brauchte weder zur Schule zu gehen noch zur Kirche, keinen Herrn anzuerkennen und niemand zu gehorchen. Er konnte fischen und schwimmen, wann und wo er nur wollte, und sich dabei so lange aufhalten, wie es ihm beliebte. Im Frühling war er stets der Erste, der barfuß lief, und der Letzte, der im Herbst sich wieder in das dumme Leder bequemte. Er brauchte sich weder zu waschen noch reine Kleider anzuziehen, fluchen konnte er herrlich, mit einem Worte, was das Leben kostbar machte, er hatte es. So dachten alle die wohlerzogenen, sittsamen, respektablen Buben in St. Petersburg. Tom rief dem romantischen Helden sofort an. »Holla, Huckleberry!« »Holla, du, wie geht's dir?« »Was hast du da?« »Ne tote Katze.« »Lass sehen, Huck! Donnerwetter, wie steif sie ist! Woher hast du die?« »Von einem Jungen gekauft.« »Was hast du dafür gegeben?« »Einen blauen Zettel und eine Schweinsblase aus dem Schlachthaus.« »Und woher hast du den blauen Zettel?« »Vor 2 Wochen von Ben Rogers für einen Stock gekauft.« »Sag, was machst du mit der toten Katze?
Was? Warzen heilen. So? Wirklich? Ich weiß was Besseres. Wird was sein. Was ist's denn? Na, faules Wasser. Faules Wasser. Gib dir keinen Heller für dein faules Wasser. So? Nicht? Hast du's vielleicht probiert? Ich nicht. Bob Tanner. Wer hat dir das gesagt? Na, er hat's Jeff Thatcher gesagt und Jeff hat's Johnny Baker gesagt und Johnny dem Jim Hollis und Jim Hollis dem Ben Rogers und Ben sagt's nem Neger und der hat's mir gesagt. So, nun weißt du's. Na, weißt du, die haben alle gelogen. Alle bis auf den Neger, den kenne ich nicht. Aber ich habe nie einen Neger gesehen, der nicht gelogen hätte. Aber sag doch, wie macht's Bob Tanner denn, Huck? Na, er nimmt seine Hand und taucht sie in einen verfaulten Baumstumpf, worin faules Wasser ist. Am Tage? Natürlich. Mit dem Gesicht nach dem Baum? Ja, das heißt, ich glaube. Sagt er was? Ich glaube nicht, aber ich weiß nicht. Na, der will darüber sprechen, wie man Warzen heilt, so ein alter Schafskopf. Da hätte er auch sonst was tun können. Also, du musst mitten in den Wald gehen, wo du weißt, dass ein Baumstamm mit faulem Wasser ist. Und gerade um Mitternacht musst du das Gesicht gegen den Baum wenden und die Hand hineinstecken. Dann sagst du, ist das Wasser faul und dumpf, frisst sie Warz mit Stiel und Stumpf. Und dann trittst du langsam zurück, 11 Schritt mit geschlossenen Augen. Und dann drehst du dich dreimal herum und gehst nach Hause, ohne mit jemand zu sprechen. Denn sonst hilft's nichts. Ja, das kann sein, aber Bob Tanner hat's anders gesagt. Na, weißt du, dann versteht er's halt nicht. Darum hat er auch am meisten Warzen von allen im Dorf und er hätte nicht eine, wenn er das mit dem faulen Wasser wüsste, wie's ist. Ich hab auf diese Weise 1000 Warzen fortgekriegt, Huck. Ich bekomm so viel Frösche in die Hand, dass ich immer eine Masse Warzen hab. Zuweilen mache ich sie mit einer Bohne ab. Ja, Bohne ist gut. Damit hab ich's auch schon gemacht. So, wie machst du's denn? Na, man nimmt die Bohne und schneidet sie durch und dann schneidet man die Warze, bis Blut herauskommt und dann lässt man das auf die eine Hälfte der Bohne tropfen und dann nimmt man die und gräbt bei Vollmond am Kreuzweg ein Grab und da tut man sie dann hinein. Dann, weißt du, zieht die eine Hälfte der Bohne, wo das Blut daran ist, die andere Hälfte an und so hilft das Blut, um die Warze fortzuziehen, so lang, bis sie fort ist. Ja, Huck, das ist ganz richtig, nur wenn du sie begräbst und dann sagst, Bohne fort, komm nicht mehr an diesen Ort, ist's noch besser, so macht's John Harper. Und der ist schon mal bis Coonville und überall gewesen. Aber sag, wie heilst du sie denn mit einer toten Katze? Weißt du, du nimmst die Katze und gehst auf den Kirchhof gegen Mitternacht, dahin, wo ein Gottloser begraben ist. Wenn's dann Mitternacht ist, kommt ein Teufel, oder auch 2 oder 3, du kannst ihn aber nicht sehen, sondern hörst nur sowas wie den Wind oder hörst ihn sprechen. Und wenn sie dann den Kerl fortschleppen, wirfst du die Katze hinterher und rufst, Teufel hinterm Leichnam her, Katze hinterm Teufel her, Warze hinter Katze her, seh euch alle 3 nicht mehr. Das heilt jede Warze. Das lässt sich hören. Hast du's schon mal versucht, Huck? Nein, aber die alte Hopkins hat's mir erzählt. Ja, ich glaub's ist so, denn die sieht aus wie eine Hexe. Das glaub ich auch. Weißt du, Tom, ist eine Hexe, sie hat meinen Alten behext. Er hat's selbst gesagt. Er begegnete ihr mal ganz allein und sah, dass sie ihn behexen wollte. Da hob er einen Stein auf. Und wenn sie sich nicht gebückt hätte, hätte er sie geworfen. Na, in der Nacht darauf fiel er von einem Schuppen, auf dem er besoffen gelegen hatte, und brach den Arm. Das ist ja schrecklich. Woher wusste er, dass sie ihn behext hatte? Gott, das weiß mein Alter halt. Er sagt, wenn die dich recht steif anschaut, behext sie dich. Besonders wenn sie dabei murmelt. Dann spricht sie nämlich das Vaterunser rückwärts. Sag, Huck, wann willst du das mit der Katze probieren? Diese Nacht. Ich denke, sie werden diese Nacht den alten Hoss Williams holen. Aber der ist doch am Samstag schon beerdigt, Huck. Haben sie ihn nicht schon Samstagnacht geholt? Ach, Unsinn. Wie könnten sie denn vor Mitternacht und dann war's Sonntag? Am Sonntag kommen doch die Teufel nicht herauf. Daran habe ich nicht gedacht. Dann ist's richtig. Darf ich mitgehen? Meinetwegen, wenn du dich nicht fürchtest. Fürchten? Das ist das Wenigste. Willst du miauen? Ja, und du musst auch miauen, wenn du kommen kannst. Letztes Mal hast du mich so lange warten lassen, bis der alte Hayes einen Stein nach mir warf und schrie, der Teufel hol die Katz. Da habe ich ihm einen Stein ins Fenster geschmissen. Aber sag's nicht weiter. Bewahre, damals konnte ich nicht miauen, weil mir meine Tante aufpasste. Aber diesmal werde ich bestimmt miauen, du Huck. Was ist das? Was?
Ach, nur ne Baumwanze. Woher hast du die? Aus dem Wald mitgebracht. Was willst du dafür haben? Ich weiß nicht. Ich will sie gar nicht verkaufen. Na ja, ist ja auch nur ne lumpke Wanze. Hoho, nach so ne Wanze kannst du lange laufen. Mir gefällt sie schon. Es gibt ne Menge solcher Wanzen. Wenn ich wollte, könnte ich 1000 solche haben. So, warum willst du denn nicht? Weil du ganz gut weißt, dass du es nicht kannst. Dies ist eine ganz besondere Wanze. Es ist die erste, die ich dies Jahr gesehen hab. Du, Huck, ich geb dir meinen Zahn dafür. Lass sehen. Tom holte ein Papier hervor und rollte es sorgfältig auf. Huckleberry untersuchte es genau, dann sagte er, ist er auch echt? Tom machte den Mund auf und zeigte seine Zahnlücke. Gut, sagte Huckleberry, er ist echt. Tom verschloss die Wanze in der Schachtel, die vorher das Gefängnis der Kneifzange gewesen war, und die beiden trennten sich. Jeder höchstlichst zufrieden mit seinem Tausch. Als Tom das kleine, einsam gelegene Schulhaus erreicht hatte, ging er ganz lustig wie einer, der sich möglichst beeilt hat, hinein. Er hängte seine Mütze auf und setzte sich mit geschäftiger Eile auf seinen Platz. Der Lehrer, auf einem großen Lehnstuhl thronend, hatte ein bisschen geschlafen und fuhr bei Toms Anstalten in die Höhe. Thomas Sawyer? Tom wusste, dass, wenn sein Name ganz gesprochen wurde, die Situation kritisch war. Herr? Komm her. Wo bist du denn wieder mal so lange gewesen? Tom wollte seine Zuflucht zu einer Lüge nehmen, als er zwei lange, helle Zöpfe einen Rücken herabhängen sah und sie infolge geheimer Sympathie erkannte. Und daneben, auf der Mädchenseite, war der einzigste Freiplatz. Sofort entgegnete er, ich musste mit Huckleberry Finn etwas besprechen. Des Lehrers Pulse stockten. Er starrte hilflos um sich. Alles Geräusch der Arbeitenden verstummte. Die Schüler glaubten, dieser kühne Bursche habe den Verstand verloren. Der Lehrer fragte nochmals, du musstest was? Huckleberry Finn sprechen. Ein Irrtum war nicht mehr denkbar. Thomas Sawyer, das ist die staunenerregendste Antwort, die ich je erhalten habe. Darauf kann nur die Rute antworten. Zieh die Jacke aus. Des Lehrers Arm arbeitete, bis er völlig ermattet und die Rute kaputt war. Dann hieß es, so, nun geh und setz dich zu den Mädchen und lass dir das zur Warnung dienen. Das Kichern, welches jetzt durch das Schulzimmer ging, schien Tom in Verlegenheit zu bringen. In Wahrheit aber war es vielmehr die wundervolle Nähe seines unbekannten Idols und die mit Ehrfurcht gemischte Freude dieses Glücksfalls. Er ließ sich auf dem Ende der Bank nieder, und das Mädchen wandte sich ab, indem es ostentativ den Kopf drehte. Kichern, Flüstern und Tuscheln erfüllten das Zimmer, aber Tom saß mäuschenstill, die Arme auf das lange Pult vor sich gelegt und schien eifrig zu lernen. Nach und nach legte sich die allgemeine Beschäftigung mit ihm und das gewöhnliche Schulsummen füllte wieder die Luft. Sofort begann Tom verstohlen, glänzende Blicke auf das Mädchen zu werfen. Dieses merkte es, schnitt ihm eine Grimasse und drehte für die Zeit einer Minute den Kopf von ihm ab. Als sie vorsichtig wieder herumsah, lag ein Pfirsich vor ihr. Sie stieß ihn weg. Tom schob ihn ihr liebenswürdig wieder zu. Sie schob ihn nochmals fort, aber weniger heftig. Tom legte ihn geduldig zum dritten Mal auf ihren Platz. Bitte, nimm, ich hab noch mehr. Das Mädchen lächelte bei dieser Anrede, machte aber sonst keine Zeichen des Einverständnisses. Nun begann der Bursche etwas auf seine Tafel zu zeichnen, wobei er sein Werk sorgfältig mit der Hand bedeckte. Eine Zeit lang tat das Mädchen gleichgültig, aber ihre Neugier begann sich doch bald bemerkbar zu machen durch begehrliche Blicke. Tom arbeitete weiter, ohne eine Ahnung davon. Das Mädel bewerkstelligte eine Art Verrenkung, um einen Blick auf Toms Werk werfen zu können. Der aber merkte noch immer nichts. Schließlich gab sie nach und flüsterte zögernd, »Lass mich sehen!« Tom enthüllte sofort eine klägliche Karikatur eines Hauses mit zwei schiefen Giebeln und korkzieherförmigem Rauch über dem Schornstein. Das Interesse der Kleinen an dem Werk wurde immer lebhafter. Sie vergaß alles darüber. Als es beendet war, betrachtete sie es einen Moment und flüsterte dann, »Zu niedlich! Mach einen Mann!« Der Künstler errichtete im Vordergrund einen Mann, einen wahren Mastbaum.
Er hätte mit Leichtigkeit über das Haus wegsteigen können, aber die Kleine war nicht kritisch. Sie war zufrieden mit dem Monstrum. Ein wundervoller Mann. Jetzt mach mich, wie ich daherkomme. Tom malte so etwas wie ein Zifferblatt. Darüber einen Vollmond auf einem Strohhalm von Hals und Arme, in deren ausgestreckten Fingern ein mächtiger Fächer steckte. Das Mädchen sagte, »Reizend, Tom, ich wollte, ich könnte auch zeichnen.« »Ist ganz leicht«, flüsterte Tom, »ich will's dich lernen.« »Ja, willst du? Wann?« »Am Mittag. Gehst du zum Essen nach Haus?« »Wenn du bleibst, bleib ich auch.« »Na gut, also, wie heißt du denn?« »Becky Thatcher. Und du?« »Ach, ich weiß, Thomas Sawyer.« »So heiß ich, wenn ich was getan hab. Wenn ich brav bin, nennt man mich Tom. Du wirst mich Tom nennen, nicht wahr?« »Ja.« Nun begann Tom etwas auf die Tafel zu kritzeln, was das Mädchen wieder nicht sehen sollte. Aber sie ließ sich nicht mehr abweisen, sie verlangte es zu sehen. »Es ist nichts«, sagte Tom gleichgültig. »Es ist doch was.« »Nein, es ist nichts, du brauchst nichts zu sehen.« »Doch, ich will's sehen, ich will, lass mich sehen, bitte.« »Ich will's dir sagen.« »Nein, ich will nicht. Ich will's sehen.« »Aber du sagst doch niemand, solange du lebst.« »Nein, ich sag's niemand. Jetzt lass mich sehen.« Und sie legte ihre kleine Hand auf seine und ein kleines Handgemenge folgte. Tom tat, als wäre er sich im Ernst, ließ aber doch seine Hand langsam abgleiten, bis die Worte sichtbar wurden. »Ich liebe dich.« »Garstiger Junge.« Dabei gab sie ihm einen kleinen Klaps, schien aber doch nicht allzu böse zu sein. Gerade in diesem schönen Moment fühlte Tom einen schweren Griff am Ohr und eine unwiderstehlich emporziehende Gewalt. So wurde er durch das Schulzimmer eskortiert und auf seinen eigenen Platz befördert, unter einem Kreuzfeuer von Spott und Gelächter der ganzen Schule. Dann blieb der Lehrer während eines schrecklichen Augenblickes neben ihm stehen und kehrte dann endlich auf seinen Thron zurück, ohne ein Wort gesprochen zu haben. Aber obwohl Toms Ohr schmerzte, war sein Herz doch voll Jubel. Als die Schule wieder beruhigt war, machte Tom einen sehr ehrenwerten Versuch zu arbeiten, aber der Sturm in ihm war zu heftig. Dann sollte er lesen und brachte ein klägliches Gestümper zutage. In der Geographiestunde machte er Seen zu Bergen, Berge zu Flüssen, Flüsse zu Erdteilen, bis das Chaos wieder hereinbrach. Schließlich beim Buchstabieren wühlte er sich durch eine Menge einzelner Worte und Silben, bis er sich völlig festgerannt hatte und die Zinnmedaille, die er vor Monaten als besondere Auszeichnung gewonnen hatte, wieder abgeben musste. Siebtes Kapitel. Je gewissenhafter Tom sich bemühte, seine Gedanken an das Buch zu fesseln, umso mehr schweiften sie in die Ferne. So gab er es schließlich mit einem Seufzer auf und gähnte. Es wollte ihm scheinen, als wäre es heute niemals Mittagszeit. Die Luft stand bewegungslos, kein Hauch. Es war der schläfrigste aller schläfrigen Tage. Das halb erstickte Murmeln der 25 Kinder, die da so eifrig studierten, lullte Toms Seele ein, gleich dem Gesumme der Bienen. Draußen im prallen Sonnenschein reckte Cardiff Hill sein im saftigsten Grün prangendes Haupt durch den schimmernden Schleier der Luft, die aus der Ferne gesehen die Farbe des Purpurs angenommen hatte. Infolge der großen Hitze. Ein paar Vögel wiegten sich auf müßigen Schwingen hoch im Zenit. Sonst war kein Lebewesen sichtbar, außer ein paar Kühen, und die schliefen auch. Toms Herz lechzte nach Freiheit oder wenigstens irgendwelcher Beschäftigung, um damit diese traurigen Stunden totzuschlagen. Seine Hand wanderte in die Tasche, und über sein Gesicht huschte ein Schimmer freudiger Dankbarkeit, ihm selbst unbewusst. Dann wurde die Zündholzschachtel ans Tageslicht befördert. Er befreite die Wanze und setzte sie vor sich auf die Bank. Das unvernünftige Tier wurde wahrhaftig von demselben Ausdruck des Dankes verschönt, aber es hatte zu früh frohlockt, denn als es Miene machte, sich dankerfüllt davon zu begeben, schubste Tom es mit dem Griffel zurück und zwang es, eine andere Richtung einzuschlagen. Toms Busenfreund saß neben ihm seufzend, wie es Tom noch eben getan hatte. Jetzt war er sofort von tiefstem und dankbarstem Interesse erfüllt für diesen reizenden Zeitvertreib. Dieser Busenfreund war Joe Harper. Die beiden Burschen waren die Woche hindurch unzertrennliche Freunde. Samstags waren sie erbitterte Feinde. Joe zog einen Griffel aus seinem Kasten und begann, sich an den Exerzitien des Gefangenen zu beteiligen. Der neue Sport gewann von Minute zu Minute an Interesse.
Aber bald bemerkte Tom, dass sie einander ins Gehege kamen und eigentlich keiner recht was von der Wanze habe. So legte er Joes Tafel auf den Tisch und zog daran entlang einen senkrechten Strich mit dem Griffel. So, sagte er, solange sie auf deiner Seite ist, kannst du mit ihr herumschubsen, und ich lasse sie in Ruhe. Sobald du sie aber auf meine Seite entkommen lässt, musst du sie in Ruhe lassen, und ich darf sie behalten, solange ich sie auf meiner Seite halten kann. Na, also los. Die Wanze entschlüpfte sofort von Toms Gebiet und überschritt den Äquator. Joe drangsalierte sie eine Weile und dann kroch sie wieder zu Tom. So ging es mehrmals hin und her. Während sich einer der beiden voll Eifer mit der Wanze herumschlug, schaute der andere begierig zu. Beide Köpfe waren dicht aneinander gedrängt, über den Tisch gebeugt, und beider Geist war von gleichem Interesse erfüllt. Schließlich schien sich das Glück für Joe zu entscheiden. Die Wanze versuchte dies und das und schlug immer neue Wege ein und wurde so hitzig und aufgeregt wie die Jungen selbst, aber jedes Mal, wenn sie Joe überlistet und den Sieg davongetragen zu haben schien und es Tom bereits in den Fingern zuckte, zu beginnen, trieb Joes Griffel die Wanze noch im letzten Augenblick zurück und hielt sie wiederum gefangen. Schließlich konnte Tom es nicht länger aushalten, die Versuchung war zu groß, so holte er aus und half mit seinem Griffel ein bisschen nach. Das ärgerte Joe mächtig. Tom, lass das! Ich will sie jetzt auch mal wieder ein bisschen zum Spielen haben, Joe. Halt, das gibt's nicht, lass sie los. Sag, was du willst, ich muss sie jetzt mal haben. Ich sag dir, lass sie. Fällt mir grad ein. Du sollst aber, sie ist auf meiner Seite. Du, hör, Joe, wem gehört die Wanze? Ist mir ganz egal, wem sie gehört, sie ist auf meiner Seite und du sollst sie nicht anfassen. So, ich will aber, nu gerade, zum Teufel, mir gehört die Wanze, ich werd doch mit dir tun dürfen, was ich will. Tom fühlte einen schrecklichen Schlag auf der Schulter. Im nächsten Augenblick fühlte Joe ihn und während nächster Minuten flog der Staub in dichten Wolken von ihren Jacken und die ganze Schule jubilierte. Die beiden waren viel zu sehr in ihren Streit vertieft gewesen, um die plötzliche Stille zu bemerken, die sich über die Klasse gelagert hatte, während der Lehrer auf den Zehen von seinem Pult heruntergeschlichen kam. Er hatte einen guten Teil der Auseinandersetzung mit angehört, bis er tätig eingriff. Als die Schule mittags aus war, schlich Tom zu Becky und flüsterte ihr ins Ohr: Setz deinen Hut auf und tu so, als wenn du nach Hause gingest. Wenn du um die Ecke bist, lass die anderen laufen und komm durch die Seitengasse zurück. Ich will einen anderen Weg gehen und komme dann auch zurück. So ging eins mit einem Trupp Schüler fort, das andere mit dem anderen. Eine kurze Weile danach trafen sie sich am Ende des Gässchens wieder und als sie wieder bei der Schule anlangten, waren sie da ganz ungestört. Dann saßen sie zusammen, vor sich eine Tafel und Tom gab Becky seinen Griffel, führte ihr die Hand und sie zeichneten zusammen ein wundervolles Haus. Sobald das Interesse an der Kunst zu schwinden begann, fing sie an, sich was zu erzählen. Tom schwamm in Seligkeit. Hast du Ratten gern? Fragte er Becky. Pfui, ich hasse sie. Ja, ich auch. Das heißt lebendige, aber ich meinte tote, die man an einem Strick sich um den Kopf herumschwingen lassen kann. Nein, ich mag überhaupt gar keine Ratten. Ich möchte Gummi zum Kauen. Das meine ich. Ich hätte welchen. Möchtest du? Ich hab welchen. Du kannst ihn eine Weile kriegen, aber dann musst du ihn mir wiedergeben. Und dann kauten sie Gummi und stemmten die Knie gegen die Bank und waren seelenvergnügt. Warst du schon mal im Zirkus? Fragte Tom. Ja, mein Papa hat mich schon ein paar Mal mitgenommen, wenn ich artig war. Ich bin schon 3 oder 4 Mal dort gewesen. Vielmal, die Kirche ist grässlich langweilig neben dem Zirkus. Ich möchte immer in den Zirkus gehen. Wenn ich groß bin, will ich Clown im Zirkus werden. Ach, willst du wirklich? Das ist aber nett, die sind alle so hübsch geputzt. Ja, und dann verdienen sie eine Unmenge Geld. Ben Rogers sagt, mehr als $1 täglich. Sag, Becky, warst du schon mal verlobt? Was ist das? Nun, wenn man sich heiraten will. Nein. Möchtest du's mal sein? Ich weiß nicht, ich denke ja. Ist denn das nett? Nett? Ich weiß nicht, was netter ist. Du brauchst nur zu einem Knaben zu sagen, du möchtest keinen anderen jemals als ihn. Niemals, niemals, niemals. Und dann küsst ihr euch und dann ist's fertig. Jeder kann das. Küssen? Warum denn küssen? Weil das halt zu schön ist. Weißt du, die Leute tun das immer fort. Immer? Natürlich. Jeder, der den anderen lieb hat, tut's. Weißt du nicht mehr, was ich auf die Tafel geschrieben habe? Ja. Was denn? Ich kann's nicht sagen. Soll ich's dir sagen? Ja, aber ein andermal. Nein, jetzt? Nein, nicht jetzt, morgen.
Nein, jetzt, Becky, bitte. Ich will's auch ganz leise sagen. Ins Ohr will ich's dir sagen. Als Becky zögerte, nahm Tom ihr Stillschweigen für Zustimmung, schlang seinen Arm um ihre Schulter, legte seinen Mund an ihr Ohr und flüsterte ihr die alte Zauberformel zu. Und dann sagte er, nun musst du mir's sagen, grad so. Sie wehrte sich eine Weile und bat dann, aber du musst das Gesicht fortwenden, dass du's nicht sehen kannst, dann tu ich's. Aber du darfst es niemand sagen, willst du, Tom? Na, sag, willst du? Selbstverständlich, Becky, also jetzt. Er drehte den Kopf zur Seite, sie beugte sich hinüber, bis ihr Atem ihn berührte und flüsterte dann ganz leise, ich liebe dich. Und dann sprang sie auf und lief um Tische und Bänke herum, Tom hinterher, und flüchtete schließlich in einen Winkel, ihre weiße Schürze vor dem Gesicht. Tom fasste sie um und sprach leise auf sie ein. Na, Becky, ist ja schon gut, alles bis auf den Kuss, fürchte dich nur nicht davor, ich tu dir gewiss nichts, sei gut, Becky. Damit zupfte er an der Schürze und an den Händen. Allmählich gab sie nach und ließ die Hände sinken. Ihr Gesichtchen, glühend vor Scham, erschien wieder. Tom küsste sie auf die roten Lippen und sagte, so, nun ist's ganz vorbei, Becky. Und jetzt weißt du wohl, darfst du nie wieder einen anderen gern haben, außer mir. Und darfst auch keinen heiraten, außer mir. Nie, nie, nie. Willst du? Nein, ich will nie einen anderen lieb haben als dich, Tom, und ich will nie einen anderen heiraten als dich, und du darfst auch nie eine andere heiraten als mich, niemals. Ja, gewiss, versteht sich doch, und wenn wir jetzt wieder in die Schule gehen oder wenn wir von der Schule nach Hause kommen, musst du immer mit mir gehen, wenn's die anderen nicht sehen, und du willst mich und ich dich beim Spazierengehen, so ist's unter Verlobten. Nett ist das, ich hab davon noch nie gehört. Oh, es ist so lustig, als ich und Amy Lawrence. Die erstaunten Augen belehrten Tom über seine Dummheit und er hielt verwirrt inne. Ach, Tom, also bin ich nicht die Erste, mit der du verlobt warst? Das Mädchen begann zu heulen. Tom bat, nicht weinen, Becky, ich mag sie ja gar nicht mehr leiden. Doch, du magst sie noch, Tom, du weißt ganz gut, dass du sie noch magst. Tom versuchte, einen Arm um ihren Hals zu legen, aber sie stieß ihn fort, drehte das Gesicht nach der Wand und fing wieder an zu heulen. Tom machte mit seinen süßesten Schmeicheleien einen neuen Versuch und wurde abermals abgeschlagen. Da erwachte sein Stolz. Er wandte sich ab und ging hinaus. Draußen blieb er ein wenig stehen, schwankend und unentschlossen, schielte nach der Tür und hoffte, sie würde bereuen und ihm nachkommen, aber sie kam nicht. Schließlich wurde er weich. Er fühlte, dass das Unrecht auf seiner Seite wäre. Es war wohl sehr sauer, ihr nochmals entgegenzukommen, aber er machte sich selbst Mut und ging hinein. Sie stand immer noch in ihrem Winkel, das Gesicht zur Wand gekehrt. Toms Herz wollte brechen. Er ging zu ihr, stand einen Augenblick zögernd und wusste nicht, was tun. Dann sagte er ganz schüchtern, Becky, ich kümmere mich um keine andere als dich. Keine Antwort, Schluchzen. Becky, in bittendem Ton, Becky, willst du nicht wenigstens was sagen? Immer lauteres Schluchzen. Tom zog seinen kostbarsten Schatz hervor, den abgebrochenen Knopf irgendeines alten Hausgerätes, hielt ihn ihr dicht vor die Augen und schmeichelte, »Na, Becky, willst du den haben?« Sie schlug ihn ihm aus der Hand, dass er bis zur Tür flog. Da marschierte Tom denn aus der Tür, über Berg und Tal, um an dem Tage nicht mehr zur Schule zurückzukehren. Sofort drehte sich Becky um. Sie lief zur Tür, er war nicht mehr zu sehen, sie rannte hinaus auf den Spielplatz. Er war nicht dort. Nun begann sie aus Leibeskräften zu schreien. Tom, komm zurück, Tom! Sie horchte angestrengt, aber keine Antwort kam. Sie war also allein in der Stille und Verlassenheit ringsum. So fing sie wieder an zu schreien, um sich selbst zu ermutigen, bis die Schüler wieder zur Schule zu kommen begann und sie ihren Kummer hinunterschlucken und ihr gebrochenes Herz einstweilen beruhigen musste. So nahm sie ihr Kreuz eines ganzen langweiligen Nachmittags auf sich, ohne unter all diesen Fremden eine einzige mitfühlende Seele zu finden, die ihren Schmerz mit ihr geteilt hätte. Achtes Kapitel. Tom schlenderte immer weiter durch die Gassen, bis er zu weit von der Schule entfernt war, um noch zum Nachmittagsunterricht gehen zu können. Dann setzte er sich in Trab. Ein paar Mal passierte er kleine Flussarme, da ihm ein weit verbreiteter jugendlicher Aberglaube sagte, dass er sich dadurch vor Verfolgung sichern könne. Nach einer halben Stunde war er hinter Douglas Manson auf dem Gipfel von Cardiff Hill verschwunden. Das Schulhaus lag weit unten im Nebel, kaum noch sichtbar. Er nahm einen dichten Wald, schlug einen Weg in das Innere ein, der keiner war, und setzte sich auf eine Moosbank unter das weite Blätterdach einer Eiche.
Kein Lüftchen regte sich. Die schwere Nachmittagsluft ließ sogar die Vögel verstummen. Die ganze Natur lag in starrer Dumpfheit, nur zuweilen unterbrochen durch entferntes Pochen eines Spechtes, wodurch das Schweigen und das Gefühl des Alleinseins nur umso fühlbarer wurde. Der kleine Bursche versank in melancholische Träume. Seine Empfindungen standen vollkommen in Einklang mit seiner Umgebung. Lange saß er, die Ellenbogen auf die Knie gestemmt, das Kinn in der Hand, und dachte nach. Es wollte ihm scheinen, dass das ganze Leben im besten Fall eitel Kummer und Sorge sei, und er beneidete mehr als je Jimmy Hodges. Es muss sehr friedvoll sein, dachte er, für immer zu liegen und zu schlummern und zu träumen, wenn der Wind in den Blättern flüstert und das Gras und Blumen auf dem Grab fächelt, und von nichts mehr gedrückt und belästigt zu werden, nie mehr. Hätte er nur ein gutes Sonntagsschulzeugnis gehabt, wie leicht hätte er für immer dem Leben Wahlet gesagt. Und dann dieses Mädchen, was hatte er ihr eigentlich getan? Nichts. Er hatte die beste Absicht von der Welt gehabt und war artig gewesen, wie ein Hund, wie ein wohlerzogener Hund. Sie würde ein paar Tage traurig sein. Vielleicht. Ach, wenn er doch für einige Zeit wenigstens hätte sterben können. Aber der leichte Sinn der Jugend lässt sich nicht lange niederdrücken. Tom begann sehr bald wieder in sein altes Lebenselement zurückzutreiben. Wie, wenn er jetzt fortginge und auf geheimnisvolle Weise verschwände, wenn er weit, weit in unbekannte Länder jenseits des großen Wassers gelangte und nie wieder zurückkäme. Was würde sie dann wohl fühlen? Der Gedanke, ein Clown zu werden, kam ihm wieder, wurde aber mit Abscheu abgewiesen. Für dumme Witze und Possen und gemalte Kleider war sein Geist, der sich eben noch in den kühnsten Träumen verloren hatte, im Reich der Romantik, wenig disponiert. Nein, er wollte Soldat werden und nach langen Jahren als kriegserfahrener, berühmter Mann zurückkehren. Oder noch besser, er wollte zu den Indianern gehen, mit ihnen Büffel jagen, in den wilden Bergen und den verlassenen Prärien den Kriegspfad beschreiten, um dann einmal als großer Häuptling, geschmückt mit Federn, mit allen nur denkbaren Farben, scheußlich bemalt, zurückzukommen, eines schönen Morgens mit blutdürstigem Kriegsgeheul in die Sonntagsschule einbrechen und alle seine Gefährten in unerträglichem Neid vergehen zu sehen. Aber ihm fiel etwas noch Großartigeres ein. Ein Pirat wollte er werden, das war's. Jetzt erst lag seine Zukunft klar vor ihm, strahlend in unaussprechlichem Glanz. Wie würde sein Name die Welt erfüllen und die Menschen schaudern machen? Wie stolz würde er die schäumende See durchfurchen auf seinem großen, kohlschwarzen Dreimaster, dem Sturmgeist mit der grässlichen Flagge am Mast. Und dann, auf dem Höhepunkt seines Ruhmes angelangt, würde er plötzlich in dem alten Dorfe erscheinen und ein braungebrannter, wetterfester Held in schwarzer Jacke, langschaftigen Seemannsstiefeln, hochroter Schärpe, den Hut mit wallenden Federn geschmückt, die schwarze Fahne mit den Totenschädeln und den gekreuzten Gebeinen darauf entfaltet, mit lähmendem Entsetzen die guten Leute in der Kirche erfüllen. »Es ist Tom Sawyer, der Pirat, der schwarze Rächer des spanischen Meeres.« Ja, es war beschlossen, sein Schicksal besiegelt. Er wollte von zu Hause fortlaufen und drauf los. Gleich am nächsten Morgen musste er anfangen. Deshalb hieß es jetzt mit den Vorbereitungen beginnen. Er wollte zunächst seine Schätze zusammenscharren. Er ging zu einem hohlen Baum in der Nähe und begann am Fuße desselben mit seinem Messer den Boden aufzukratzen. Bald traf er auf hohlklingendes Holz. Er legte seine Hand darauf und deklamierte mit feierlicher Stimme, »Was nicht hier ist, komme, was schon hier ist, bleibe.« Dann entfernte er die Erde und förderte einen von Schindeln gebildeten Behälter zutage. Er hob ihn auf und öffnete eine kleine Schatzkammer, deren Boden und Seiten gleichfalls durch Schindeln gebildet wurden. Darin lag eine Glaskugel. Toms Erstaunen war grenzenlos. Er schüttelte den Kopf, machte ein verdutztes Gesicht und sagte, »Nun, das ist stark.« Dann schleuderte er die Glaskugel wütend von sich und versank in Nachdenken. Die Wahrheit war, dass hier ein alter Aberglaube zunichte geworden war, den er und alle seine Kameraden stets für unfehlbar gehalten hatten. Wenn man nämlich eine Glaskugel mit gewissen, vorgeschriebenen Worten vergrub und nach einer Zeit lang die Grube mit den gleichen Worten wieder öffnete, so fand man alle Kugeln, die man nur jemals besessen und verloren hatte, beisammen, und wären sie auch noch so weit zerstreut gewesen. Und nun war das auf so schmerzliche Weise und so augenscheinlich fehlgeschlagen. Toms ganzer Glaube war in seinen Grundfesten erschüttert.
Er hatte wohl sehr oft von derartigen geglückten Unternehmungen, niemals aber von fehlgeschlagenen gehört. Es fiel ihm nicht ein, dass er es schon mehrmals versucht und nachher den Platz des Begräbnisses nicht hatte wiederfinden können. Er grübelte eine Zeit lang darüber nach und entschied schließlich, dass irgendeine Hexe den Zauber gestört haben müsse. Er dachte, sich von diesem Punkt zu überzeugen, so suchte er, bis er eine Sandstelle mit einer trichterartigen Vertiefung darin fand. Gleich legte er sich nieder, presste den Mund fest darauf und rief, »Wanze, komm herauf vom Grund! Tu mir, was ich möchte, kund!« Der Sand begann sich zu heben und eine kleine schwarze Wanze erschien für einen Augenblick, verschwand aber schleunigst wieder. Sie wagt's nicht, es war also eine Hexe, ich wusste es ja. Er sah sofort die Nutzlosigkeit eines Kampfes gegen Hexen ein und gab es mutlos auf. Aber wenigstens hätte er die eben fortgeworfene Glaskugel gerne wieder gehabt und begann sofort umherzusuchen, konnte sie aber nicht finden. Nun ging er zu seiner Schatzkammer zurück und stellte sich genau so, wie er vorher gestanden, als er die Kugel fortwarf. Dann zog er eine andere aus der Tasche, warf sie ebenso fort und deklamierte dabei, »Bruder, suche den Bruder!« Er passte genau auf, wo sie niederfiel, ging dorthin und suchte umher. Aber sie musste entweder näher oder weiter geflogen sein, er wiederholte also den Versuch noch zweimal. Der letzte Versuch hatte Erfolg, die beiden Kugeln lagen kaum einen Fuß voneinander. In diesem Augenblick drang der Ton einer Zinntrompete durch den Wald herüber. Tom entledigte sich blitzartig seiner Jacke und Hose, machte sich aus einem Hosenträger einen Gürtel, räumte einen Haufen Gestrüpp hinter den hohlen Baum fort, holte einen roher geschnitzten Bogen und Pfeil hervor, ein hölzernes Schwert, eine Zinntrompete, raffte alles zusammen und raste davon, barbeinig in flatterndem Hemd. Bald hielt er unter einer großen Ulme, stieß antwortend in die Trompete und schlich auf den Zehen vorwärts, um vorsichtig nach allen Richtungen auszulugen. Zu einer eingebildeten Heldenschar gewandt flüsterte er, »Halt, tapfere Gefährten, haltet hier, bis ich blase!« In diesem Augenblick erschien Joe Harper, ebenso gekleidet und bewaffnet wie Tom. Tom rief, »Halt, wer kommt ohne meine Erlaubnis in den Sherwood-Wald?« »Guy von Gisborne wagt's, wer bist du, dass du es wagen darfst, so zu sprechen?« ergänzte Tom prompt, denn sie spielten nach dem Buch und deklamierten aus dem Gedächtnis. »Dass du es wagen darfst, so zu sprechen?« »Wer ich bin, Robin Hood, wie dein schuftiger Leichnam bald fühlen soll.« »Du wärst in der Tat jener berühmte Geächtete? Mit Vergnügen will ich mit dir um die Herrschaft dieses herrlichen Waldes streiten, pass auf!« Sie zogen ihre hölzernen Schwerter, warfen alle anderen Waffen auf die Erde, nahmen eine Fechterstellung an, Fuß bei Fuß, und begannen einen heißen, kühnen Kampf, zwei oben und zwei unten. Plötzlich sagte Tom, »Du, wenn's dir recht ist, stärker!« So gingen sie denn noch stärker los, schnaufend und schwitzend. Zuweilen stieß Tom hervor, »Fall, Fall, warum fällst du nicht?« »Fällt mir nicht ein, warum fällst du nicht selbst? Du bekommst die meisten Schläge.« »Ach, das ist ja gleich. Ich kann doch nicht fallen, das steht doch nicht im Buch. Im Buch steht doch...« Und mit einem schrecklichen Hieb fällte er den armen Guy von Gisborne. »Du musst dich umdrehen und ich gebe dir eins hinten drauf.« Gegen solche Autorität ließ sich nicht streiten. Joe drehte sich um, erhielt seinen Hieb und fiel. »So«, sagte er, sich wieder aufrappelnd, »nun lass du mich dich töten. Das ist recht und billig.« »Gibt's nicht, steht nicht im Buch.« »So? Na, meinetwegen. Ist's aber eine rechte Gemeinheit von dem Buch. So, jetzt kannst du Friar Tuck sein, Tom, oder Matsch, des Müllers Sohn, und mich mit einem Zaunfall lahmprügeln, oder ich bin der Sheriff von Nottingham, und du bist jetzt mal Robin Hood und tötest mich.« Tom war's zufrieden, und auch diese Abenteuer wurden durchgefochten. Dann war wieder Joe Robin Hood und bekam von der verräterischen Nonne die Erlaubnis, all seine furchtbare Kraft mit dem Blute seiner Wunden davonfließen zu sehen. Zuletzt schleifte ihn Joe, der jetzt eine ganze Bande weinender Geächteter repräsentierte, vorsichtig davon, gab ihm seinen Bogen in die schwache Rechte und Tom flüsterte mit ersterbender Stimme, »Wo dieser Pfeil niederfällt, da begrabt den armen Robin Hood unter grünen Bäumen.« Dann schoss er einen Pfeil ab, fiel zurück und würde tot gewesen sein, aber er hatte sich in Nesseln geworfen und sprang in die Höhe. Etwas zu schnell für einen Toten. Sie zogen sich wieder an, verbargen ihre Kriegsgeräte und gingen fort, bedauernd, dass es keine Geächteten mehr gab und sich fragend, was die moderne Zivilisation getan habe, um diesen Verlust verschmerzen zu lassen. Sie waren sich beide vollkommen klar, dass sie lieber ein Jahr hindurch Geächtete im Sherwood-Walde gewesen wären, als für Lebenszeit Präsident der Vereinigten Staaten. Neuntes Kapitel.
Um 8:30 wurden Tom und Sid wie gewöhnlich zu Bett geschickt. Sie sprachen ihre Gebete und Sid war bald eingeschlafen. Tom lag wach und wartete in peinvoller Ungeduld. Als es ihm schien, dass es bald wieder Tag werden müsse, hörte er es 10 Uhr schlagen. Das war zum Verzweifeln. Er hätte um sich schlagen mögen, wie es seine Nerven verlangten, aber er fürchtete, Sid aufzuwecken. So lag er still und starrte in die Dunkelheit. Es war so schrecklich still. Allmählich begannen aus der Stille heraus kleine, geheimnisvolle, kaum hörbare Stimmen sich bemerkbar zu machen. Zuerst vernahm er nur das Ticken der Uhr. Dann begannen morsche Balken geheimnisvoll zu brechen. Auch im Fußboden regte es sich. Es war kein Zweifel, dass Geister ihr Wesen trieben. Ein dumpfer, sich regelmäßig wiederholender Ton drang aus Tante Pollys Schlafzimmer herauf. Und jetzt begann das eintönige Zirpen einer Grille, das keine menschliche Macht zum Schweigen zu bringen vermag. Dann wieder ließ das unheimliche Klopfen des toten Käfers in einem Balken über seinen Kopf Tom erschauern. Gewiss waren irgendjemandes Tage gezählt. Jetzt erfüllte das langgezogene Heulen eines Hundes die nächtliche Stille und wurde sofort durch ein noch entfernteres Heulen beantwortet. Tom lag halb betäubt. Er glaubte, alle Zeit habe aufgehört und die Ewigkeit beginne. Trotz aller Anstrengung schlief er ein. Die Uhr schlug 11, aber er hörte nichts mehr. Und dann mischte sich in seine halbbewussten Träume ein höchst melancholisches Katzengeheul. Das Aufreißen eines benachbarten Fensters schreckte ihn in die Höhe. Der wütende Ruf, hol der Teufel die verfluchte Katze, und der Anprall einer leeren Flasche gegen die Rückwand von Tante Pollys Holzschuppen ermunterte ihn vollends. Eine Minute später war er völlig angekleidet, stieg aus dem Fenster und noch auf allen Vieren am Dach eines kleinen Anbaues entlang. Während dieses Spazierganges miaute er ein- oder zweimal halblaut, dann kletterte er auf das Dach des Holzschuppens und sprang von dort zur Erde. Huckleberry Finn war da mit seiner toten Katze. Die Jungen machten sich davon und verschwanden in der Dunkelheit. Eine halbe Stunde später wateten sie durch das nasse Gras des Kirchhofes. Es war ein Kirchhof in der althergebrachten Art des Westens. Er lag auf einem Hügel über ein und eine halbe Meile vom Dorfe entfernt. Umgeben war er von einem halb morschen alten Zaun, der sich bald nach innen, bald nach außen lehnte und doch sich immer noch aufrecht erhielt. Gras und Unkraut überwucherten den ganzen Gottesacker. Die meisten der älteren Gräber waren längst eingesunken, nicht ein einziger Grabstein war zu sehen. Roh geschnitzte, wurmstichige Holzkreuze steckten auf den Hügeln einen Anhalt suchend und keinen findend. Zum ewigen Gedächtnis, das und ähnliches war auf einige gemalt, aber man konnte es meistens nicht mehr lesen, auch nicht bei hellem Tageslicht. Ein leichter Wind säuselte in den Bäumen und Tom argwöhnte, dass es Stimmen von Toten sein könnten, die sich über die Störung ihrer Ruhe beklagten. Nur leise, mit verhaltenem Atem, wagten die beiden zu sprechen. Zeit und Stunde und die trostlose Schwermut und Verlassenheit ihrer Umgebung bedrückten ihren Geist. Sie fanden das neu geschaufelte Grab, das sie suchten, und stellten sich in den Schutz und Schatten dreier mächtiger Ulmen, welche, ein paar Schritte vom Grab entfernt, sich dicht aneinander drängten. Dann warteten sie lange schweigend auf das, was da kommen sollte. Das Husten einer entfernten Eule war der einzige Ton, der die tiefe Stille zuweilen unterbrach. Toms Beklemmung wuchs. Er musste durchaus sprechen. So sagte er mit flüsternder Stimme, »Hucky, glaubst du, dass die Toten es leiden werden, dass wir hier sind?« Huckleberry gab flüsternd zurück, »Ich wollt, ich wüsst's. Ist schrecklich traurig hier, nicht?« »Ich glaub wohl.« Während der nächsten Minuten schwiegen beide die Frage innerlich weiter verarbeitend. Dann wisperte Tom wieder, »Sag, Hucky, meinst du, dass Hoss Williams uns sprechen hört?« »Oh, sicher, wenigstens sein Geist.« Nach einer Pause Tom wieder, »Hätte ich doch nur Herr Williams gesagt, aber ich hab's ja nie anders gehört. Alle nennen ihn einfach Hoss.« »Ja, Tom, man kann gar nicht vorsichtig genug sein in dem, was man über die Leute da unten sagt.« Dies war ungemütlich und die Unterhaltung erstarb wieder. Plötzlich packte Tom seinen Kameraden am Arm und raunte, »Psst, was denn, Tom?« Und die beiden drängten sich klopfenden Herzens aneinander, »Psst, da ist's wieder. Hast du denn nichts gehört?« »Ich...« »Da, nun hörst du's doch.« »Herrgott, Tom, sie kommen. Sie kommen ganz bestimmt. Was tust du?« »Ich? Nichts. Meinst du, dass sie uns sehen werden?« »Oh, Tom, die sehen in der Dunkelheit wie die Katzen. Ich wollte nur, ich wäre nicht hergekommen.« »Ach was,
Fürchte dich nicht. Ich glaub nicht, dass sie uns was tun. Wir haben ihr nichts Schlechtes getan. Wenn wir ganz still sind, werden sie uns vielleicht gar nicht bemerken. Ich will's versuchen, Tom, aber Herrgott, ich bin halb tot vor Angst. Still. Sie steckten die Köpfe zusammen und wagten kaum zu atmen. Dumpfes Stimmengewirr wurde vom anderen Ende des Kirchhofs hörbar. Sieh doch, flüsterte Tom. Was ist das? Nichts, Teufelsspuk. Ach, Tom, wie schrecklich. Ein paar unbestimmte Figuren tauchten aus der Dunkelheit auf, eine altertümliche Blendlaterne mit sich führend, welche die Umgebung mit zahllosen Lichtstreifen erhellte. Schaudernd flüsterte Huckleberry. Ganz gewiss, es sind Teufel, drei auf einmal. Gott, Gott, Tom, wir sind verloren. Weißt du kein Gebet? Ich will's versuchen, aber sei doch nicht so bange, sie werden uns ja nicht erwischen. Müde bin ich, geh zur Ruhe. Psst. Was gibt's, Huck? Das sind ja Menschen, einer wenigstens. Die eine Stimme gehört dem alten Muff Potter. Ist das gewiss? Wenn ich's dir doch sage, nur ganz still, er wird uns schwerlich bemerken. Besoffen wie gewöhnlich, erbärmlicher alter Trunkenbold. Ist schon gut, ich bin gar ganz still. Jetzt bleiben sie stehen. Sie können's nicht finden. Jetzt kommen sie wieder näher. Heiß, kalt, wie heiß, riesig heiß. Da, da sind sie jetzt ganz in der Nähe. Du Huck, ich kenne die zweite Stimme. Ist die von Indiana Joe? Das ist richtig, diese mörderische Bestie. Ich wollte fast lieber, es wären Teufel, was sie wohl vorhaben? Mit dem Tuscheln war es jetzt aus. Die drei waren beim Grab angelangt und standen kaum ein paar Fuß vom Versteck der beiden Abenteurer. Hier ist's, sagte die dritte Stimme, worauf einer der anderen die Laterne in die Höhe hielt. Sie beleuchtete des jungen Dr. Robinsons Gesicht. Potter und Indiana Joe hatten einen Schubkarren mit einem Strick und ein paar Schaufeln mitgebracht. Sie setzten ihre Last nieder und begannen, das Grab zu öffnen. Der Doktor setzte die Laterne auf das Kopfende des Grabes und setzte sich mit dem Rücken gegen eine der Ulmen nieder. Er war so nah, dass die beiden Burschen ihn hätten berühren können. Hurtig, Leute, sagte er leise, der Mond wird gleich herauskommen. Sie grunzten, was als Antwort, und gruben weiter. Einige Zeit war nichts zu hören als der dumpfe Ton der Schaufeln, die ihre Ladung von Erde und Steinen abluden. Es klang sehr eintönig. Endlich stieß eine Schaufel krachend auf den Sargdeckel. 2 Minuten später hatten die Männer den Sarg herausgeschoben und niedergesetzt. Darauf brachen sie mit ihren Schaufeln den Deckel auf, zogen die Leiche heraus und warfen sie brutal auf die Erde. Der Mond trat in diesem Augenblick hinter den Wolken hervor und beleuchtete grell die scheußliche Szene. Der Schubkarren wurde herbeigeholt, der Körper darauf gelegt, mit einer Decke eingehüllt und mit Stricken festgebunden. Potter zog ein großes Messer hervor, schnitt das überhängende Stück des Strickes ab und sagte, »So, das wär getan. Beinsäger, jetzt noch 5er raus. Oder das da bleibt stehen.« »Ist ganz richtig«, stimmte der Indianer Joe bei. »Seht mal, was soll das heißen?« fragte der Doktor. »Ihr habt euer Geld im Voraus verlangt und ich hab's euch gegeben.« »Ja, und's ist das letzte Mal gewesen«, schrie der Indianer Joe, sich dem Doktor nähernd, der rasch aufgestanden war. »Vor 5 Jahren hast du mich vom Hause deines Vaters bei Nacht und Nebel vertrieben, als ich um was zu essen bat. Und hast gesagt, ich hätte wohl was anderes vorgehabt. Und als ich schwor, wir würden noch miteinander abrechnen, und wär's erst in 100 Jahren, hat mich dein Vater als Landstreicher eingesperrt. Dachtest du, ich hätt's vergessen? Ich hab nicht umsonst Indianerblut. Und jetzt will ich's dir geben, und du wirst zum stillen Mann gemacht.« Bis jetzt hatte er dem Doktor mit der Faust unter der Nase herumgefuchtelt. Plötzlich holte dieser aus und streckte den Raufbold zu Boden. Potter warf sein Messer zu Boden und mit den Worten, »Halt einmal, du sollst meinen Freund nicht hauen«, stürzte er sich auf den Doktor und im nächsten Augenblick lagen beide wütend ringend und Gras und Erde mit den Füßen zerstampfend auf dem Grab. Der Indianer Joe war gleich wieder auf den Beinen, seine Augen glühten unheimlich. Er ergriff Potters Messer und umkreiste katzengleich die Kämpfenden, auf eine Gelegenheit lauernd. Aber auf einmal gelang es dem Doktor, sich frei zu machen. Er ergriff den schweren Sargdeckel und schlug Potter damit zu Boden. Ebenso rasch hatte Joe seinen Vorteil wahrgenommen und stieß das Messer bis ans Heft in des jungen Mannes Brust. Der Doktor stieß einen Schrei aus und fiel auf Potter, ihn mit seinem Blute färbend, und im selben Moment verhüllten die Wolken das schreckliche Schauspiel, während die beiden zu Tode erschrockenen Burschen Hals über Kopf in der Dunkelheit verschwanden.
Sobald der Mond wieder hervorkam, stand Joe über den beiden regungslos liegenden und betrachtete sie. Der Doktor murmelte etwas Unverständliches, tat einen langen Seufzer und war still. Beim Satan, der Stich sitzt, brummte Joe und begann die Leiche zu berauben, worauf er das verräterische Messer in Potters offene Hand steckte und sich auf den geöffneten Sarg setzte. 3, 4, 5 Minuten verflossen, und dann begann Potter sich zu bewegen und zu stöhnen. Seine Hand schloss sich um das Messer, er hob es auf, blickte darauf und ließ es schaudernd fallen. Dann richtete er sich auf, schob die Leiche von sich und starrte verwirrt um sich. Joe anzusehen, vermied er. Herrgott, Joe, wie war das? Fragte er mit zitternder Stimme. Ist eine faule Geschichte, entgegnete Joe grob. Wozu tatst du's? Ich hab's nicht getan. Sieh mal, na, mit solchem Geschwätz kommst du nicht los. Potter zitterte und wurde aschfahl. Ich hatte mir doch vorgenommen, nüchtern zu bleiben. Warum musste ich auch nachts trinken? Hab's ja noch im Kopf mehr, als wie wir kamen, immer betrunken. Völlig auf gar nichts kann ich mich besinnen. Sagt Joe, ehrlicher alter Bursche. Hab ich's getan? Ich wollt's nicht tun, auf Ehr und Seligkeit, Joe, ich wollt's nicht tun. Oh, es ist schrecklich, und er war so jung und hoffnungsvoll. Na, ihr habt halt gerauft, und er gab dir eins rüber mit dem Sargdeckel, und du fielst hin. Und dann kamst du wieder auf, wanktest und konntest dich kaum auf den Füßen halten, hobst das Messer auf, na, und stieß es ihm in den Leib, grad wie er dir noch einen tüchtigen Schlag geben wollt. Und dann hast du hier wie ein toter Klotz gelegen, bis jetzt. Oh, ich wusste ja nicht mehr, was ich tat. Es kam wohl alles vom Branntwein und von der Wut, schätze ich. Ich hab nie vorher in meinem Leben sowas getan, Joe. Das können's mir alle bezeugen. Geprügelt, ja, aber gestochen niemals. Joe, sag's niemand. Sag mir, Joe, dass du's niemand sagen willst. Sei ein guter Bursche. Joe, ich hab dich immer gern gehabt, Joe. Und hab deine Partei genommen. Weißt du nicht, Joe? Joe, du sagst es nicht, Joe, nicht? Und der arme Kerl fiel auf die Knie vor dem kaltherzigen Mörder und hob beschwörend die Hände. Na, du bist immer treu und brav zu mir gewesen, Muff Potter. Und ich werd dich nicht verraten. Das ist doch wie ein Kerl gesprochen, hm? Ah, Joe, ja, du bist ein Engel, Joe. Ich will dich segnen, solange ich leb. Und Potter begann zu weinen. Na komm, ist jetzt genug davon. Ist eine verdammt schlechte Zeit zum Heulen. Mach, dass du in der Richtung fortkommst, und ich will hier hingehen. Vorwärts, mach fort und lass nichts liegen zum Teufel. Potter setzte sich in Trab, woraus bald regelrechter Galopp wurde. Joe schaut ihm nach, brummend. Wenn er so betäubt von dem Prügeln und voll von Schnaps ist, wie er aussieht, so wird er an das Messer erst denken, wenn er so weit fort ist, dass er es nicht wagt, an so einen Ort zurückzukommen. Hasenfuß. 2 oder 3 Minuten später sah nur noch der Mond den Ermordeten, den eingebundenen Körper des Toten, den aufgebrochenen Sarg und das leere Grab. Tiefe Stille herrschte wieder wie vorher. 10. Kapitel. Die beiden Burschen liefen dem Dorfe zu, sprachlos vor Schreck. Von Zeit zu Zeit blickten sie ängstlich über die Schulter zurück, als fürchteten sie sich vor Verfolgern. Jeder Baumstumpf, der an ihrem Wege aus der Dunkelheit auftauchte, schien ihnen ein Mann und ein Feind und ließ sie bis ins Mark erzittern. Und als sie bei einigen außerhalb des Dorfes gelegenen Niederlassungen vorbeikamen, schien ihnen das Bellen der erwachenden Hunde Flügel zu verleihen. »Wenn wir nur bis zu der alten Gerberei kommen, bevor wir zusammenbrechen«, stieß Tom abgerissen zwischen mühsamen Atemholen hervor. »Ich kann nicht mehr länger«, Huckleberrys pochendes Herz war seine ganze Antwort. Beide hefteten ihre Augen fest auf das Ziel ihrer Hoffnung und machten die äußersten Anstrengungen, es zu erreichen. Sie kamen ihm immer näher, und schließlich, Brust an Brust, fielen sie förmlich durch die offene Tür, dankbar und atemlos in den schützenden Schatten. Allmählich beruhigten sich ihre Pulse, und Tom flüsterte, »Du, Huckleberry, was meinst du, wird von all dem kommen?« »Na, ich denke, wenn Dr. Robinson stirbt, wird gehängt werden davon kommen.« »Meinst du?« »Nicht meine, ich weiß, Tom.« Tom dachte eine Weile nach, dann sagte er, »Wer wird's denn verraten, wir?« »Was fällt dir ein, angenommen? Es käme was dazwischen, und Indiana Joe müsst nicht hängen. Wird er uns früher oder später so gewiss töten, dass wir grad so gut schon jetzt hier liegen könnten?« »Huck, das hab ich mir auch gedacht.« »Wenn's jemand sagen soll, mag's doch Muff Potter tun, wenn er dumm genug ist.
Der ist ohnehin immer betrunken genug. Tom sagte nichts, der brütete über etwas. Plötzlich wisperte er, Huck, Muff Potter weiß es nicht, wie kann er es sagen? Warum soll er es nicht wissen? Weil er grad den ekligen Klaps bekommen hat, als es Joe tat. Meinst du, da hätt er's sehen können? Meinst du wirklich, er könnt's wissen? Beim Henker, es ist so, Tom. Und dann, weißt du, sollt ihm nicht der Hieb den Rest gegeben haben? Kaum glaublich, Tom. Er hatte Schnaps in sich. Ich konnt's sehen. Übrigens hat er das immer. Wenn mein Alter voll ist, kannst du ihn nehmen und ihn mit einem Kirchturm überhauen. Er spürt's nicht. Er sagt's auch selbst. Grad so ist's heut mit Muff Potter. Aber wenn einer klar im Kopf ist, schätze ich, dass so ein Klaps genug für ihn sein möchte. Nach abermaligem, nachdenklichem Schweigen fuhr Tom abermals fort. Huck, bist du sicher, dass du den Mund halten kannst? Tom, wir müssen den Mund halten. Du weißt doch, dieser Indianerteufel würde nicht mehr Umstände machen, uns abzuschneiden, wie mit ein paar Katzen, wenn wir so dumm wären zu plappern und sie hängten ihn nicht. Nun, Tom, komm mal her, lass uns einander schwören, und das müssen wir, Tom, schwören, den Mund zu halten. Mir recht, Huck. Es wird wohl das Beste sein. Wollen wir also die Hand hochhalten und schwören, dass wir... Halt mal, so geht das nicht. Das ist gut genug für kleine, alltägliche Dinge, zum Beispiel bei Mädchen, wenn die einem überall nachlaufen und wenn sie, wenn man sich verrannt hat, meine ich. Aber sowas geht bei so einer hässlichen Geschichte nicht. Da muss was Schriftliches sein und Blut. Tom stimmte von ganzem Herzen zu. Die Idee war tief und dunkel und schrecklich. Die Stunde, die Umstände, die Umgebung, alles wirkte zusammen. Er nahm eine glänzend geschliffene Schindel auf, die im Mondlicht lag, zog ein Stückchen Rotstift aus der Tasche, ließ das Mondlicht sein Werk bescheinen und kritzelte mühsam, jeden schwerfälligen Grundstrich hervorhebend, indem er die Zunge zwischen die Zähne klemmte und sie bei den Haarstrichen wieder freiließ, folgende Zeilen. Huck Finn und Tom Sawyer schwören, sie wollen überdies den Mund halten und sie wünschen, dass sie tot niederfallen auf ihren Weg, wenn sie jemals Blättern Otter schreiben. Huckleberry war ganz erfüllt von Toms Fähigkeit im Schreiben und seinem glanzvollen Stil. Er war im Begriff, mit einem Nagel sich das Fleisch zu ritzen, als Tom einfiel. Halt, nicht so, Nagel ist Eisen, das könnt Grünspan haben. Grünspan, was ist das? Es ist Gift. Das ist es. Du würdest sofort davon aufgeschwemmt werden. Sollst du sehen. Darauf nahm Tom eine Nadel und beide ritzten sich den Ballen des Daumens und drückten einen Blutstropfen heraus. Schließlich, nach vielem Quetschen, machte sich Tom daran, seine Anfangsbuchstaben zu malen, indem er den kleinen Finger als Feder benutzte. Dann zeigte Huckleberry, wie er ein H und ein F zu machen habe, und dann war der Eid bekräftigt. Sie vergruben die Schindel, häuften unter allerhand Zeremonien und Zauberformeln einen Hügel darüber, und die ihre Zungen bindenden Fesseln waren geschmiedet und der Schlüssel dazu lag in der Erde. Eine menschliche Figur schlüpfte vorsichtig durch eine Lücke am anderen Ende des verfallenen Gebäudes, aber sie merkten es nicht. Tom, wisperte Huckleberry, sichert uns das davor zu schwatzen für immer? Aber natürlich tut's das. Mag jetzt geschehen, was will, wir müssen schweigen. Wir wollen tot niederfallen. Weißt du's denn nicht? Ja, ich rechne, es ist an dem. Sie tuschelten noch eine Weile fort. Plötzlich schlug ein Hund mit langem, kläglichem Ton an, gerade jenseits der Stelle der Mauer, wo sie saßen, keine 10 Schritt davon. Die Burschen packten einander unwillkürlich in versteinertem Schreck. Wen von uns mag er meinen? Flüsterte Huckleberry. Ich weiß nicht. Schau durch die Ritze, schnell. Nein, tu du's, Tom. Ich kann's nicht. Bitte, Tom, da ist's wieder. Ach, Gott sei Dank, wisperte Tom. Ich kenne seine Stimme, Sball Harbison. Ach, das ist mal gut, ich sag dir, Tom, ich war wirklich zu Tode erschrocken. Meinte wahrhaftig, es wäre ein fremder Hund. Der Hund heulte wieder. Die Herzen der Burschen sanken wieder in die Hosen. Ach, verflucht, das ist nicht Ball Harbison, flüsterte Huckleberry weinerlich. Tom, zitternd vor Furcht, rappelte sich auf und legte das Auge an die Lücke. Der Ton seiner Stimme war erbarmungswürdig, als er jetzt flüsterte. Oh, Huck, ist ein fremder Hund. Schnell, Tom, schnell. Wen von uns meint er? Huck, er muss uns beide meinen. Wir stehen dicht beieinander. Oh, Tom, ich fürchte, wir sind futsch. Ich rechne, wohin ich komme. Darüber kann kein Zweifel sein.
Ich bin so schlecht, Tom. Der Teufel hol's. Das kommt davon, wenn man blinde Kuh spielt und alles tut, wovon der Lehrer sagt, dass man's nicht tun soll. Ich wollte, ich wäre so artig gewesen wie Sid, wenn ich's gekonnt hätte, aber nein, ich mocht's nicht sein. Aber wenn ich hier fortkomme, ich sag dir, ich werd immer in die Sonntagsschule gehen. Und Tom begann ein bisschen zu heulen. Du, schlecht? Und Huckleberry heulte zur Gesellschaft mit. Ich sag's dir, Tom, du bist einfach Gold gegen mich. Oh Gott, 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 ich wollt, ich wär nur halb so gut wie du. Tom fuhr zusammen und flüsterte. Schau, Hucky, schau nur, er wendet uns ja den Rücken zu. Hucky schaute hinaus und Freude erfüllte sein Herz. Teufel, es ist so. Tat es vorher auch schon? Ja, er tat's, aber ich, Dummkopf, dachte nicht daran. Na, das ist mal famos, aber wen kann er nur meinen? Das Heulen hörte auf, Tom spitzte die Ohren. Psst, was ist das? Klingt wie Schweinegrunzen oder... Tom, doch nichts, schnarcht jemand. Ist das? Wo aber, Hucky? Ich glaub, dort am anderen Ende, es klingt wenigstens so. Pop pflegt zuweilen da zu schlafen mit den Schweinen, aber Gott segne dich, er macht alles zittern, wenn er schnarcht, und dann, ich rechne, hierher kommt er nicht zurück. Die Abenteuerlust begann sich in den Seelen der beiden Burschen zu regen. Hucky, gehst du mir nach, wenn ich vorangehe? Sehr gern nicht, Tom. Denk's, könnt Joe sein. Tom zauderte, aber sofort regte sich wieder die Versuchung, und sie beschlossen, den Versuch zu wagen, unter dem Vorbehalt, dass sie fliehen dürften, sobald das Schnarchen aufhören würde. So gingen sie auf den Fußspitzen weiter, einer hinter dem anderen. Als sie nur noch 5 Schritt von dem Schnarchenden entfernt waren, trat Tom auf einen Zweig, der mit lautem Knacken brach. Der Mann grunzte, wälzte sich ein bisschen herum, das Mondlicht fiel auf sein Gesicht. Es war Muff Potter. Die Herzen der Burschen hatten stillgestanden wie ihre Leiber, als sich der Mann rührte. Aber jetzt war ihre Furcht vergangen. Sie schlichen zurück, schlüpften durch die geborstene Mauer und blieben in einiger Entfernung stehen, um sich zu verabschieden. Das lange, unheimliche Geheul erhob sich wieder und klang durch die Nachtluft. Sie wandten sich um und sahen den fremden Hund wenige Schritt von der Stelle entfernt, wo Muff Potter lag, mit dem Kopf diesem zugewandt, die Schnauze zum Himmel gerichtet. Herrje, den meint er, riefen beide in einem Atem. Sag, Tom, sie sagen, ein scheußlicher Köter soll um Johnny Millers Haus herumgeheult haben, vor mehr als 2 Wochen, und dann hat sich auch eine Eule auf das Dach gesetzt und da geheult, am selben Abend. Und da ist doch bis heute noch keiner gestorben. Ja, ich weiß, und ich mein, das beweist nichts. Fiel nicht am nächsten Samstag Gracie Miller auf den Küchenherd und verbrannte sich schrecklich. Ja, aber sie ist doch nicht gestorben. Noch mehr, sie ist bald wieder ganz gesund. Schon recht. Wart nur und red dann. Sie ist futsch. So gewiss, als Muff Potter dort futsch ist. Die Neger sagen's und die wissen sowas ganz genau, Hucky. Damit gingen sie nachdenklich auseinander. Als Tom in sein Schlafzimmerfenster schlüpfte, war die Nacht schon vorbei. Er entkleidete sich mit äußerster Vorsicht und schlief ein, sich beglückwünschend, dass niemand etwas von seinem Streifzug gemerkt habe. Er hatte nicht gesehen, dass der brav schnarchende Sid wach war. Seit einer Stunde. Als Tom aufwachte, war Sid bereits angezogen und fort. Das Licht draußen erschien Tom so spät wie auch die Luft. Er stutzte. Warum hat man ihn nicht gerufen, da er doch um diese Zeit stets schon auf war? Der Gedanke fiel ihm schwer aufs Herz. In 5 Minuten war er angekleidet und die Treppe hinunter, übel gelaunt und schläfrig. Die Familie saß noch um den Tisch, hatte aber bereits gefrühstückt. Kein Tadel, aber abgewandte Gesichter. Tiefes Stillschweigen und ein Hauch von Trauer. Schwer lasteten sie auf des Sünders Haupt. Er setzte sich und tat ganz lustig, aber es war sehr schwer. Er bekam kein Lächeln, keine Antwort und versank in Stillschweigen, und sein Herz versank in die tiefste Tiefe. Nach dem Frühstück nahm ihn seine Tante auf die Seite und Tom atmete ordentlich auf in der Hoffnung, dass er jetzt werde geprügelt werden, aber es sollte anders kommen. Seine Tante vergoss Tränen über ihn und fragte ihn, wie er hingehen und ihr armes Herz brechen könne, und schließlich sagte sie, er solle nur sich selbst ruinieren und ihre grauen Haare mit Kummer in die Grube fahren lassen, denn sie habe den Mut in Bezug auf ihn nun verloren. Dies war schlimmer als 1000 Prügel, und Toms Herz wurde noch schwerer, als es heute Morgen gewesen. Er heulte, er bat um Verzeihung, versprach Besserung wieder und immer wieder.
Und er erhielt schließlich seine Entlassung mit dem Gefühl, nur halb Verzeihung und schwaches Vertrauen gefunden zu haben. Er empfand die Gegenwart gar zu trübselig, um ein Rachegefühl gegen Sid aufkommen zu lassen. So war des Letzteren eiliger Rückzug durch die Hintertür überflüssig. Er schlich in düsterster Gemütsverfassung zur Schule und empfing dort seine Prügel wegen des Schwänzens mit Joe Harper am vorigen Tage mit der Miene eines, dessen Herz von schweren Kümmernissen belastet und ganz unempfindlich für Kleinigkeiten ist. Dann verzog er sich auf seinen Platz, stützte die Ellenbogen auf den Tisch und das Kinn auf die Hände und starrte auf die Wand mit dem starren Gesichtsausdruck des Leidens, das den höchsten Punkt erreicht hat und nun nicht mehr gesteigert werden kann. Sein Ellbogen drückte auf einen harten Gegenstand. Nach langer Zeit änderte er schläfrig und gleichgültig seine Stellung und nahm den Gegenstand in Augenschein. Er war in Papier gewickelt. Er rollte das Papier auf. Ein langer, starrer, verschleierter Blick und sein Herz brach. Es war der wundervolle, abgebrochene Knopf von gestern. Dieser letzte Tropfen machte das Gefäß überlaufen. Hasste ihn. Er war zu gut. Und dann war er ihnen gar zu oft als Muster vorgehalten worden. Sein weißes Taschentuch hing ihm aus der Tasche. So war es damals am Sonntag Mode. Tom hatte kein Taschentuch und verachtete jeden Jungen, der eins hatte. Da die Versammlung jetzt so ziemlich vollzählig war, läutete die Glocke nochmals. Zur Mahnung für Nachzügler und Müßige, und dann senkte sich eine große Stille auf die Kirche, nur unterbrochen durch das Kichern und Wispern auf dem Chor. Der Chor kicherte und wisperte immer und überall während des ganzen Gottesdienstes. Es hat einmal einen Kirchenchor gegeben, der nicht schlecht erzogen war, aber ich weiß nicht mehr wo. Es ist schon eine ganze Reihe von Jahren her und ich kann mich wahrhaftig nicht mehr an die Einzelheiten erinnern. Aber ich glaube, es war in einem fremden Lande. Der Geistliche gab das Lied an und las es nach einer ganz besonderen, in dieser Gegend sehr beliebten Manier in singendem Ton herunter. Seine Stimme begann mit schwachem Flüstern, wuchs beständig an, bis sie einen Punkt erreichte, wo sie unter Herausstoßung des letzten Wortes plötzlich abbrach und wie ein Springbrunnen herunterplumpste. Er galt als wundervoller Vorleser. Bei allen kirchlichen Versammlungen wurde er aufgefordert, Verse vorzutragen. Wenn er damit fertig war, hoben die Ladies ihre Hände und ließen sie wieder in den Schoß fallen und verdrehten die Augen und schüttelten die Köpfe, als wollten sie sagen, Worte können hier nichts sagen, es ist zu wundervoll für diese Erde. Nach dem Liede begann der Reverend Mr. Sprague eine Art Tagesbericht, in dem er sich über Nachrichten... 5. Kapitel. Ungefähr um 9:30 Uhr begann die kleine Glocke der Kirche zu läuten und sogleich begann das Volk zur Morgenpredigt herbeizuströmen. Die Sonntagsschulkinder zerstreuten sich durchs ganze Haus und nahmen Plätze bei ihren Eltern ein, um unter Aufsicht zu sein. Tante Polly kam und Tom, Sid und Mary saßen bei ihr. Tom wurde zunächst der Kanzel platziert, um so weit wie möglich vom offenen Fenster und dem Sommer draußen entfernt zu sein. Das Volk füllte die Kirche, der alte, gichtbrüchige Postmeister, der bessere Tage gesehen hatte, der Major und seine Frau, denn es gab einen Major nebst vielen anderen unnützen Dingen, der Ortsrichter, die Witwe Douglas, zart, klein und lebhaft, eine edle, gutherzige Seele und immer obenauf. Ihr Haus war das einzige steinerne im Dorf und das gastfreieste und bei Festlichkeiten verschwenderischste, das St. Petersburg aufweisen konnte. Lawyer Riverson. Dann die Schönheit des Dorfes, gefolgt von einem Haufen elegant gekleideter, mit allerlei Firlefanz behangener junger Herzensbrecher. Dann all die jungen Ladendiener des Dorfes. Alle gleichzeitig, denn sie hatten im Vestibül gestanden, Süßholz raspelnd, eine öltriefende, einfältige Schutztruppe, bis das letzte Mädchen Spießruten gelaufen war. Und zuletzt von allen kam der Musterknabe, Willie Mufferson, seine Mutter so sorgsam an der Hand führend, als wäre sie aus Glas. Er brachte seine Mutter stets zur Kirche und war der Liebling aller alten Damen. Das junge Volk hatte sich eine Fliege auf den Sitz des Kirchenstuhls vor ihm und marterte ihn durch das fortwährende Aneinanderreiben ihrer Beine. Dann umarmte sie ihren eigenen Kopf und drückte ihn so stark, dass die Glieder am Kopf angewachsen zu sein schienen, fesselte ihre Flügel mit den Hinterbeinen und presste sie an den Körper wie einen Überrock und verrichtete ihre ganze Toilette mit einer Ruhe, als fühle sie sich vollkommen sicher. Und so war es auch. Denn als sich Toms Hand ihr näherte, um sie zu erwischen, blieb sie ruhig sitzen.
Tom dachte, wenn sich ihm diese Beschäftigung bei Beginn der Predigt geboten hätte, würde es ein angenehmer Zeitvertreib für seinen Geist gewesen sein. Aber beim Schlusssatz begann seine Hand sich zu krümmen und sich vorwärts zu bewegen. Und im Augenblick, da das Amen gesprochen wurde, war die Fliege eine Kriegsgefangene. Seine Tante sah es und veranlasste ihre Befreiung. Der Geistliche gab seinen Text an und behandelte den ersten Teil mit so gründlicher Langeweile, dass manch ein Kopf zu nicken begann. Ein anderer Teil wieder war so voll Feuer und Schwefel und setzte der Versammlung so zu, dass sie ganz geknickt und so klein und nichtig erschien, dass es kaum der Erwähnung wert ist. Tom zählte die Seiten der Predigt und nach dem Gottesdienst wusste er stets ganz genau, wie viel es gewesen waren. Aber über die Predigt selbst wusste er selten etwas anzugeben. Diesmal indessen gab er doch für eine kleine Weile Obacht. Der Geistliche gab eine lange und rührende Schilderung vom Wiedersehen irdischer Schafe im Paradiese, wenn Löwe und Lamm beieinander liegen würden und ein kleines Kind sie am Gängelband von Meetings und Versammlungen und tausenderlei Dinge verbreitete, bis alle Weltlust aus dem heiligen Hause gewichen zu sein schien. Eine seltsame Mode, die überall in Amerika zu finden ist, sogar in den großen Städten und bis in unser Zeitalter des Zeitungsüberflusses hinein. Und jetzt kam die Predigt. Es war eine gute, leutselige Predigt und ging bis ins Einzelne. Sie beschäftigte sich mit der Kirche und mit den Kindern der Kirche, mit den anderen Kirchen des Dorfes, mit dem Dorfe selbst, mit dem Lande, mit dem Staat, mit den Behörden der einzelnen Staaten, mit den Vereinigten Staaten, mit dem Kongress, mit dem Präsidenten, mit den Staatsdienern, mit den armen, sturmumtosten Seefahrern, mit den unter dem Joch ihrer Monarchen seufzenden Millionen Europas und des Orients, mit den Glücklichen und Reichen, die nicht Augen haben zu sehen und Ohren zu hören, mit den armen Seelen auf fernen Inseln und schloss mit der Bitte, dass seine Worte auf guten Boden fallen und dereinst hundertfältige Frucht tragen möchten. Amen. Darauf folgte Kleiderrascheln und die Versammlung setzte sich. Der Knabe, dessen Geschichte dieses Buch enthält, hatte keine Freude an dieser Predigt, er hörte sie einfach an. Und vielleicht auch das nicht. Doch merkte er sich einzelne Details daraus, ganz unbewusst, denn, wie gesagt, er achtete kaum darauf, aber er kannte den Sermon des Geistlichen schon längst und bemerkte es sofort, wenn mal irgendein neuer Passus eingeschoben war, und das empfand er dann unangenehm. Er hielt Beisätze und Abweichungen von dem Althergebrachten für unnobel und unrecht. Während der Predigt Sätze führen könnte, aber Pathos, Eifer, Moral, alles war verloren an dem kleinen Burschen. Er dachte bloß an die Herrlichkeit dieses Heldendarstellers unter den unsichtbaren Wesen, und er stellte sich vor, wie schön es sein müsse, dieses Kind darzustellen, wenn der Löwe ein zahmer Löwe sein würde. Bei der Schlussbetrachtung geriet er dann wieder in tiefe Leiden. Er erinnerte sich plötzlich eines Schatzes, den er besaß, und zog ihn hervor. Es war ein großes, schwarzes Ungeheuer mit schrecklichen Kinnbacken. Kneifzangen, sagte Tom. Es befand sich in einer Zündholzschachtel. Das Erste, was das Tier tat, war, ihn in den Finger zu beißen. Ein tüchtiger Nasenstüber folgte und das Tier flog in einem Kirchenstuhl, wo es liegen blieb. Der verwundete Finger wanderte in Toms Mund. Das Tier lag auf dem Rücken, hilflos, mit den Beinen strampelnd, unfähig aufzustehen. Tom sah es und griff danach, aber es befand sich außerhalb seines Bereiches. Irgendjemand wollte sich auf den Stuhl niederlassen, sah das Tier ebenfalls und warf es kurzerhand herunter. Plötzlich kam ein herrenloser Pudel des Weges, trübselig, faul, infolge der Sommerhitze, gelangweilt durch die Gefangenschaft und sich nach einem Abenteuer umsehend. Er entdeckte das Tier. Sein Schwanz richtete sich empor und begann zu wedeln. Er betrachtete seinen Fund, ging um ihn herum, beschnüffelte ihn aus sicherer Entfernung, ging wieder im Kreis herum, kam näher und beschnüffelte ihn dreister, hob dann die Lefzen, schnappte nach ihm, ohne ihn zu fassen, wiederholte die